Herrschaften, die hier gekommen sind. Heute ist eigentlich für Zeitz der große Tag. Herr Rittig wird das bestätigen. Heute, nämlich vor 1050 Jahren, ist zum ersten Mal ein Schreiber hergegangen und hat auf eine Urkunde weit weg von uns in Ravenna den Namen Ricci geschrieben. Das deutet auf Zeitz hin und deshalb tut es mir leid, den Herrn Oberbürgermeister entschuldigen zu müssen, der einen anderen Termin hat. Aber heute, er lässt alle grüßen, aber heute ist tatsächlich der Geburtstag von Zeitz, der eigentliche Geburtstag. Vielleicht findet man in 100 Jahren und 10 Jahren wieder eine Urkunde, die geht weiter noch drauf zurück. Aber das, dieser Tag. Und daraufhin hat auch der Herr Kunde und die Frau Wieler haben gesagt, da machen wir die Pressekonferenz hier an diesem Tag heute. Was wollen wir Ihnen zeigen? Und ich bin damit auch eigentlich schon am Schluss, weil ich die Fachleute lieber sprechen höre als den Domdekanten, der im Grunde genommen da nur im Hintergrund wirkt. Es geht uns darum, Ihnen vor Beginn dieser großen Ausstellung, 6 Wochen vorher, einen gewissen Zwischenschritt mal zu zeigen, was ist hier schon geschehen. Sie müssen bedenken, die Ausstellung ist, das ist ja ein Bruchteil dieser Ausstellung, vielleicht ein Drittel hier, die Flugbibliothek steht, das andere spielt sich dann drüben im Schloss und auch im Dom ab und ein Teil ja noch in der Michaeliskirche, die ja jetzt, wo ja auch noch im Grunde eine Baustelle ist. Wir wollen Ihnen einen Zwischenschritt zeigen und damit deutlich machen, dass diese Ausstellung wirklich eine Ausstellung wird, die es gilt zu beachten, zu besuchen. Bei den vielen, vielen Ausstellungen, die ja Luther gewidmet sind, unsere Ausstellung indes ist, und das setzt uns in eine gewisse gute Position, unsere Ausstellung hängt ja nicht nur mit Luther zusammen, sondern sie geht ja über Luther hinaus. Sie geht ja im Grunde genommen in die Phase, in der jetzt auch wir uns immer wieder befinden, uns überlegen, ob wir, die wir uns vor 500 Jahren auseinanderentwickelt haben, die Protestanten und die Katholiken, ob das nicht eigentlich im Grunde genommen alles eigentlich wieder zusammengehört. Sie kennen den Ausdruck Ökumene. Das ist das, was unser Kernansatz unserer Ausstellung ist. Damit bin ich am Ende und ich glaube, jetzt sind Sie dran, Herr Dr. Kunde. Ich gebe Herrn Dr. Kunde das Wort und wir werden nachher uns in die Hände von Herrn Dr. Kunde und Herrn Steiner begeben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dechant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist heute ein Tag der Freude. Ein Bischof kehrt zurück, Julius Pflug, und ich erlaube mir, Ihnen noch einige Ausführungen über seine Person und die große Ausstellung zu geben, die Sie ab Pfingstmontag bewundern dürfen bis zum 1. November 2017. Herr Dechant Becker hat schon darauf hingewiesen, innerhalb der Lutherdekade, den 4 nationalen Sonderausstellungen und den, sagen wir geschätzt, über 200 weiteren Ausstellungsvorhaben in diesem Jahr hat unsere Ausstellung, ich sage den vollen Titel noch einmal, Dialog der Konfessionen, Bischof Julius Pflug und die Reformation, einen besonderen Stellenwert. Dies resultiert natürlich aus der historischen Lebensleistung von Julius Pflug, aber auch aus der Perspektive, die sein Wirken bis heute eröffnet. Das anzuerkennen fiel beiden Konfessionen nicht schwer. Und so haben wir die einmalige Situation, dass wir einen Kardinal, Kardinal Kurt Koch, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, auf der einen Seite und auf der evangelischen Seite den Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Dr. Martin Junge, als Schirmherrin für dieses Projekt gewinnen konnten. Und das ist eine besondere Herausforderung für uns und eine besondere Ehre zugleich. Und das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass beide sich auch in erheblichem Maße finanziell an dieser Ausstellung beteiligt haben. Das ist auch ein Novum. Natürlich noch viele weitere, denen an dieser Stelle auch besonders Dank gesagt sei. Natürlich der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Frau Grütters, die diese Ausstellung fördert, Lotto Toto,
der Sparkassenstiftung und der Sparkasse Burgenland und dem Land Sachsen-Anhalt natürlich auch. Das sind die wesentlichen Finanziers dieser Ausstellung und die Kulturstiftung der Länder, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Warum das Ganze also? Julius Pflug, 65 Jahre ist er alt geworden, 1499 in der Nähe von Leipzig geboren, stammt er aus einem der bedeutenden mitteldeutschen Adelsgeschlechter, die sich bis weit in das 13. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Ein Familienzweig in Böhmen angelagert. Und diese Familie verschafft sich in Mitteldeutschland eine besondere Position. Das kommt dem jungen Julius Pflug, der schnell erkannt wird als, wie soll ich sagen, eine Hochbegabung. Ja, mit jungen Jahren Lateinschule in Pegau, mit 11 Jahren Universität Leipzig. Dort fällt er den Lehrern auf, wie auch in seinem weiteren Lebensweg findet er überall Lob. Es heißt, kein zweiter spricht Latein so wie er, wie Cicero. Er wird also innerhalb kürzester Zeit zu den Gebildetsten seiner Zeit hinzustoßen. Dem Studium in Leipzig der freien Künste folgt dann auf Anraten seines Lehrers Mosellanus die Ausbildung in Italien, in Bologna und Padua, wo er sich dann auch auf die Juristerei stürzt, denn das sind ja Voraussetzungen, um auch einen entsprechenden Lebensweg in der kirchlichen Hierarchie einnehmen zu können. Sein Vater, Cäsar Pflug, ein ganz herausragender Ratgeber, Herzog Georgs des Bärtigen, nutzt auch seinen Einfluss, dass Julius schon schnell im kirchlichen Dienst befründet wird. Julius nutzt seine Freiheit, und ich darf mal den Vergleich zu Luther bringen. Luther war einmal in Italien. Pflug weilte mehrere Jahre dort und hatte auch sonst einen sehr viel weiteren geografischen Horizont zumindest. Und das hat natürlich auch Einfluss gehabt auf sein Beziehungsgeflecht. Ja, über 300 Persönlichkeiten, mit denen er im regen Briefaustausch gestanden hat. Diese Briefe sind also eine wahre Fundgrube, nachdem sie ediert worden sind für die Geschichte der Reformationszeit, aber auch der Kulturgeschichte insgesamt. Julius Pflug ist einer der großen Humanisten und die entscheidende Erweckung erfährt er durch seine Bekanntschaft mit dem Fürsten der Humanisten, Erasmus von Rotterdam. Erasmus von Rotterdam ist nun wirklich eine Gestalt, die das 16. Jahrhundert wesentlich geprägt hat. Auch in der Auseinandersetzung mit Martin Luther hat er doch immer die Reformbedürftigkeit auch der katholischen Kirche erkannt. Aber das Ziel, die Einheit der Kirche zu bewahren, das war für Erasmus ein Lebensziel. Und diese Verpflichtung, dafür zu kämpfen, die überträgt er an Julius Pflug durch eine Schrift. 1532 passiert das und Pflug springt darauf an. Es ist für ihn der Moment seines gesamten weiteren Lebens. Lassen wir kurz die Stationen aufscheinen. Domherr in Meißen, dort wird er es bis zum Dechanten, der zweithöchsten Position, bringen. Propst in Zeitz, die höchste Position des Kollegiatstifts Zeitz, Domherr in Mainz, Domherr in Magdeburg, Domherr in Naumburg, Domherr in Merseburg, fast Bischof, er schafft es nicht ganz, aber schließlich dann die Stunde, die dann seinen Lebensweg verändert. Das Domkapitel Naumburg wählt ihn 1541 einstimmig zum Nachfolger des verstorbenen Philipp von Freising. Ja, nun hätte alles ganz normal weiterlaufen können, aber wir sind in einer Zeit, wo die reformatorische Bewegung sich ausgebreitet hat und die umliegenden Fürsten sich angeschlossen haben, insbesondere der Kurfürst von Sachsen, Johann Friedrich. Dem gefällt diese Wahl des Domkapitels überhaupt nicht. Und Pflug, der mit sich ringt, soll er dieses Amt antreten oder nicht und sich Bedenkzeit ausbittet, wird nun vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Kurfürst setzt mit Hilfe Martin Luthers einen eigenen Kandidaten ein in Naumburg, Nikolaus von Amsdorf.
als ersten evangelischen Bischof der Welt. Das, meine Damen und Herren, ist ein Sonderfall, denn damit bricht der Kurfürst das Reichsrecht, das Kirchenrecht und legt den Grundstock dafür, durch diese rechtsrechtliche Übertretung, dass der Kaiser die lange gesuchte Handhabe bekommt, um gegen die evangelische Seite militärisch vorzugehen, was im Schmalkaldischen Krieg dann passieren wird. Amsdorf wird vertrieben, Pflug dann 1546 eingesetzt. Das ist dann also das Ergebnis. Er wird Bischof von Naumburg, was er bis 1564 bleibt, mit Sitz in Zeitz. Und was ihn nun eigentlich so herausragend macht, ist, dass er ein Mensch ist, ein Ireniker, ein Friedensliebender. Wir wissen alle, der gute Luther hatte eine gute Sprache, manchmal eine polternde Sprache, und er konnte, wen er verletzen wollte, treffen. Pflug hatte sowas nicht. Er hatte die Sprache des Dialogs. Er ist auf die gegnerische Seite zugegangen, um sie im sachlichen Dialog für die Einheit der Kirche zu erhalten. Wir wissen alle, es ist aus bestimmten Gründen gescheitert, sein Plan, aber die Ideen, die er in Schriften hinterlassen hat, in überlieferten Dialogen oder in Zitaten über ihn, das ist das, was ihn bis heute so wertvoll macht, weil er damit Wege eröffnet hat, die heute im ökumenischen Dialog vielleicht dann doch zu dieser wiedererwünschten Einheit irgendwann führen können. Und das ist unser Bestreben, sowohl in dieser Ausstellung dieses Leben als auch die ökumenische Dimension Ihnen vorzustellen. Der Dechant hat es erwähnt, eine große Ausstellung in den Räumlichkeiten des Schlosses, des Domes, der Stiftsbibliothek und der Michaeliskirche in Zeitz. Das heißt, wir haben als lebendigen Ort des katholischen Glaubens den Dom, als lebendigen Ort des evangelischen Glaubens die Michaeliskirche. Und was Sie dazwischen sehen in den Ausstellungsräumen, meine Damen und Herren, das ist mehr als spannend. Es ist gelungen, herausragende Objekte aus verschiedenen europäischen und deutschen Sammlungen zusammenzutragen, um eine Person und eine Zeit begreifbar werden zu lassen, mit ihren Nöten, ihren Ängsten und ihren Visionen, und damit vielleicht auch den Brückenschlag zu schaffen zu unserem zentralen Raum, Dialog der Konfession, der größte Raum im Schloss, der, und da darf ich Sie gleich neugierig machen, mit einer Vision des gegenwärtigen Papstes endet. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Sie sollen ja doch noch neugierig bleiben und die Ausstellung besuchen. Der eigentliche Anlass heute, das wurde schon gesagt, ist das Gelehrtenzimmer von Julius Pflug, das wir auf der Quellenbasis des Inventars, wie sah sein Zimmer aus, seine Bibliothek, und natürlich hier in den Räumlichkeiten, wo die Bibliothek aufbewahrt ist, eine besondere Zierde für diesen Ausstellungsteil. Die weiteren Einzelheiten dazu werden wir jetzt erfahren. Im Raum selber werden jetzt Herr Professor Steiner und Frau Büscher sein. Ich möchte Sie bitten, um das gleich mal die Ausstellungsfähigkeit zu testen, von unserem Haus durch die Fenster hineinzuschauen. Und dann würde Herr Steiner das Notwendige zur Architektur und zur Ausstattung sagen und dann Frau Büscher zur Figur fortsetzen. Ich darf Sie also bitten, sich um die Fenster zu verteilen. Bitte folgen Sie mir. Das ist ja Work in Progress sozusagen. Wir sind eigentlich ganz froh, dass wir so weit gekommen sind. Normalerweise ist man ja 5 Minuten, bevor die Gäste bei der Öffnung kommen, fertig. Das ist jetzt ja doch ein bisschen anders. Wir sind auch nicht ganz fertig. Sie sehen den Fußboden beispielsweise, die Rute oben, auch das Deckenbild, was hier noch kommt, ist noch nicht da. Aber den Raum an sich sehen Sie, die Idee des Raumes ist eben ein Raum, im Zentrum dieses großen Saals, der bisher eigentlich eher nur ein Durchgangszimmer war, da eine die Lebenswelt, die Arbeitswelt eigentlich des Bischofs zu zeigen, den ich heute über übrigens auch das erste Mal sehen. Wir haben es ja eigentlich für ihn gemacht und für seine Objekte, die seine Realien, die ihn umgeben. Sie sehen schon dieses Flabellum, der Fächer aus Pfauenfedern. Das ist schon das erste Objekt, was also auch im Katalog vorkommen wird. Und andere Objekte
Schreibkabinette, Globus, die kommen dann hier rein. Man kann faktisch durch diese Vitrinen von außen die Objekte sehen als Publikum, ohne sie anfassen zu können. Also sie sind dann geschützt, währenddessen die Fenster so sein werden, wie sie es jetzt auch sind. Man blickt sozusagen von außen in das Leben, in die Arbeitsatmosphäre von Julius Pflug. Ja, guten Morgen nochmal. Mein Name ist Lisa Büscher. Ich betreibe in Berlin das Atelier Lifelike, ein Atelier für Figurenbau. Ich habe heute Morgen die Figur Julius Pflug angeliefert. Sie hat gerade sozusagen erst Platz genommen. Das ist, wie alle Figuren, die ich herstelle, eine Figur aus Silikon. Alle Teile, die Haut sind, die man sehen kann, sind aus Silikon gemacht. Der Rest ist Fiberglas, verstärkte PU-Konstruktion, Urethan-Konstruktion. Ich arbeite mit einer guten Kostümbildnerin zusammen, Frau Alexandra Hahn, die meine Kostüme recherchiert und anfertigt. Und so ist Herr Pflug zwischen, ich glaube, Januar und jetzt entstanden. Ja, wir brauchen ungefähr 2,5 Monate für so eine Figur. Der wechselt dann immer mal vom Kostümatelier zu uns in Einzelteilen hin und zurück. Das wird, wie gesagt, hinterher dann aus Teilen zusammengesetzt. Die Hände und Kopf werden in dem Fall separat angefertigt. Und dann wird er im Endeffekt bekleidet. Und wir benutzen hier nebst dem Silikon echte Menschenhaare, die hier oben an seinem Kopf zu sehen sind. Hier Trüffelhaar verarbeitet für möglichst hohen Realismus. Die Augen werden von uns selber angefertigt. Acrylaugen. Jedes Haar ist da einzeln eingesetzt. Hier im Bereich Augenbrauen und Wimpern werden Nerzhaare benutzt, damit man da ein ganz natürliches Aussehen hat. Und wir hoffen, ihn getroffen zu haben. Und jetzt können Sie und alle zukünftigen Besucher der Ausstellung treffen. Fragen an Herrn Steiner oder Frau Büscher? Herr Kunde, ich hätte noch eine Bitte. Könnten Sie die Brille noch mal so in der Hand halten, wenn Sie mir die Kamera zeigen? Ja, natürlich. Genau. Extra angefertigt. Oder von der Seite am besten halten? Ja, jetzt. Sehr gut. Herr Klötz, dann noch mal zu mir schauen, bitte. Und welche? Konnten Handwerker finden, die auch diese Originalputzenscheiben mit originalen Putzenglas, der einzigen Firma, die in Deutschland die noch baut, herstellen, sodass wir eigentlich das richtige Zimmer haben. Und was hat der Handwerker macht, das haben wir dann auch in Bildern gesehen. Warten Sie mal kurz, Herr Becker, dass man hier sogar diesen Widerschein, diesen Reflex der Putzenscheiben auf den Wänden sieht. Also das war uns doch in diese Details dann im Grunde genommen aus originalen Materialien herstellen. Auch die Beschläge sind solche, wie sie in der Renaissance, in der Frührenaissance gebrochen. Ich nutze vielleicht die Gelegenheit, Ihnen noch einmal den pädagogischen Ansatz des Flugzimmers noch etwas näher zu bringen. Es ist ja noch nicht völlig fertiggestellt, es fehlen ja noch verschiedene Ausstattungsstücke, auf die Herr Steiner schon hingewiesen hat. Ich habe ja eingangs erwähnt, im Inventar, das nach seinem Tod aufgeschrieben worden ist, sind diese Gegenstände verzeichnet worden. Sie sind vermutlich damals an die Nachfolger, sprich an die Wettiner nach Dresden gelangt. Eben ein besonders kostbarer Himmelsglobus, aber auch viele weitere Dinge. Und die werden hier exemplarisch zusammengeführt, weil man so sehr schön daran die Gedankenwelt von Pflug, seine Vorstellungswelt erfahren kann. Die Vielfalt der Interessen, die Astronomie ist nur ein Beispiel dafür, der Himmelsglobus, aber auch die Himmelsdecke, die den nördlichen Sternenhimmel zeigen wird in einer Darstellung von Dürer. Dann haben wir die theologischen Interessen, dafür hatte Pflug eine Sammlung von Gleichnissen, von biblischen Gleichnissen, die wir hier exemplarisch ausstellen, und eine Konstante seines Lebens, seine Kaisertreue. Er war also fasziniert vom antiken Imperatorentum und deswegen hatte er eine große Gemäldegalerie von Kaisern angeschafft und wir werden 3 Kaiser auch hier zeigen. Pflug war geografisch interessiert, er hatte eine große Kartensammlung, wir werden eine Karte von Flandern und aus dem Heiligen Land zeigen können, sodass man schon hier erkennen kann,
was für eine Geistesgröße hier gewirkt hat. Und Pflug ist wirklich für seine Zeit einer der ganz, ganz großen Gelehrten wahrscheinlich.